Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mit Blick auf die lange Tagesordnung der Landtagssitzung will ich meinen Redebeitrag kurz halten. Wenn ich die Debatte bei Einbringung dieses Gesetzentwurfs noch einmal reflektiere, dann würde ich Folgendes festhalten. Alle Rednerinnen und Redner haben grundsätzlich anerkannt, dass die Produktionsschulen Mecklenburg-Vorpommern seit mehr als 20 Jahren einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Jugendliche und junge Erwachsene mit verschiedensten Problemen erfolgreich in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren. Als Einrichtungen der Jugendhilfe haben sie sich folglich bewährt und entscheidend für den Erfolg dieses alternativen Modells zu einer vollschulischen Ausbildung sind, wie Sie alle wissen, die praktische Arbeit unter Anleitung von erfahrenem Personal in den Werkstätten, die sozialpädagogische Begleitung und die besonderen produktionsschulspezifischen Prinzipien wie Freiwilligkeit, Gemeinschaft oder leistungsbezogenes Taschengeld. Tausende Jugendliche konnten so im Laufe der Jahre mit Hilfe der Produktionsschulen Orientierung und ihren Weg ins Leben finden und dafür gebührt allen Kolleginnen und Kollegen in den Produktionsschulen heute unser Dank. Das allein reicht aber nicht. Seit 20 Jahren sehen sich die Träger, ihre Beschäftigten und die Jugendlichen aufgrund der Projektförderung mit vielen Unwägbarkeiten und Ungewissheiten konfrontiert. Die Finanzierung über ESF-Mittel des Landes, Zuschüsse der Landkreise, Platzeinkäufe der Jobcenter, Erlöse aus dem Verkauf der hergestellten Produkte sowie Eigenmittel der Träger steht immer wieder auf wackeligen Füßen, was auch die zurückliegende Förderperiode bestätigt hat und bringt zudem eine immense Bürokratie mit sich. Nachdem die Prüfung der Zulassung der Produktionsschulen als Ersatzschulen im Jahr 2015 negativ verlief, hatten im letzten Landtagswahljahr 2016 auf einem Symposium in der Hanse-Produktionsschule Rostock Vertreter aller Fraktionen Besserungen gelobt. Und der ursprüngliche Plan der Landesregierung war nach unseren Informationen aus dem Begleitausschuss, die ESF-Finanzierung spätestens 2018 auslaufen zu lassen und an deren Stelle ein anderes Finanzmodell zu etablieren. Ich stelle heute fest, mit Ausnahme meiner Fraktion hat niemand die Initiative ergriffen. Leider möchte ich noch anfügen, und so bleibt es dabei, dass sich die Produktionsschulen weiter von Jahr zu Jahr hangeln müssen, obwohl man aus fachlicher Sicht sagen muss, dass ihr Angebot auch in Zukunft dringend benötigt wird. Mit unserem Gesetzentwurf wollten wir dieses Problem endlich dauerhaft lösen. Wir haben Ihnen deshalb dieses Produktionsschulgesetz vorgelegt, mit dem Bürokratie abgebaut, eine verlässliche Finanzierung zugesichert und Planbarkeit für alle Beteiligten hergestellt werden kann. Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt kann demnach, sofern nicht ohnehin schon vorhanden, eine Produktionsschule einrichten. Diese wird vom Land mit 75% der Kosten, maximal 700.000 Euro, gefördert. Die restlichen Mittel in Höhe von 25% müssen von der Kommune und dem Träger aufgebracht werden. Einnahmen und Überschüsse werden nicht auf die Landesförderung angerechnet, müssen aber für die Finanzierung und Weiterentwicklung der Produktionsschule verwendet werden. Es ist der erste parlamentarische Vorstoß für ein solches Produktionsschulgesetz und es wäre auch das erste bundesweit. Im Rahmen der ersten Lesung des Gesetzentwurfs in der 114. Sitzung am 10. März hat die Landesregierung den Rückgang des Einkaufs von Plätzen durch die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter bestätigt. Anstatt jedoch die Finanzierung grundsätzlich neu zu denken, wurden die angemeldeten ESF-Mittel um 1,25 Millionen Euro aufgestockt. Für die neue Förderperiode wurden nach Aussage der Ministerin 18,2 Millionen Euro angemeldet. Das ist freilich besser als nichts, beseitigt aber zum einen weder die Schwachstellen der jetzigen Systematik noch sorgt es für neue positive Effekte. Unser Vorschlag hingegen brächte einen immensen Bürokratieabbau, die Möglichkeit des landesweiten Ausbaus der Produktionsschulen sowie mehr Planbarkeit für Träger und Beschäftigte mit sich. Zudem würde er auch die Eigenständigkeit der Produktionsschulen fördern. Unser Gesetzentwurf wird in seiner Zielstellung auch von den Sozialpartnern VU und DGB sowie dem Landkreistag verstanden und grundsätzlich positiv bewertet. Alle drei verweisen jedoch auf die quasi Vorentscheidung, die politisch mit der Anmeldung für den ESF vollzogen wurde. Der Städte- und Gemeindetag hat leider eine sehr dürftige und inhaltlich geradezu merkwürdig anmutende Rückmeldung gegeben. Dort sieht man die Produktionsschulen im Schulrecht angesiedelt und fürchtet eine Kommunalisierung durch die Hintertür. Mir kommt es da ehrlich gesagt so vor, als hätte der zuständige Kollege den Gesetzentwurf gar nicht richtig gelesen. Ich komme zum Schluss.
Die Landesregierung setzt mit ihrem Weiter-so auf ein aus unserer Sicht überholtes und für die Beteiligten seit Jahren belastendes System der Ungewissheit und Bürokratie. Wir werden deshalb im intensiven Austausch mit den Produktionsschulen bleiben und ihnen bei auftretenden Problemen auch zukünftig in diesem Hohen Hause eine Stimme geben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.